truth universally acknowledged that every now and again a situation arises that defies explanation. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Didn't catch that, boss. Mike is dead. Are you fucking kidding me? I'm sorry. I forgot to check the battery because I was busy coordinating an international assassination. Hey, can we go back to the part about this being a setup? It's not a setup. The intel is good. You trust this lady? Asha's one of the good guys. Oleg knows her from the KGB days. Oh, she's tied with the KGB. I feel a lot better. Look, Bert and I worked with her too. She's fine. Oh, yeah. I'm sure she's great at putting someone in a fucking body bag. That doesn't mean we should... Is this a counter-terrorist operation or a Saints flow shoot? I'm Sean. Asha Odakar, follow me. We're here. Didn't expect them to be all business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guy brought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. On my signal, we... We gotta move! حسب الله يخرب بيتك وقعت! Subtlety is not really our thing. Come on, this way. Base, are you there? What are we walking into? Suggests. Hold on. Hide. Truck on its way. Wait a minute. Your hammer is... Is that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, what the hell? Matt Miller is a brilliant hacker, a venerated agent of MI6, and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We are all working together now. Let's focus on the job. As I was saying... Hold that thought, Matt. Guards ahead. Ja, und somit herzlich willkommen zu Saints Row 4. Bekannte Charaktere wie Shawnee sind auch wieder mit dabei, aus Teil 3 zum Beispiel. So, still, ja toll, ich kenne die Steuerung noch gar nicht richtig, also ich weiß nicht, ist ja schon eine Weile her, wo ich Saints Row 3 gespielt habe.
Aber ich glaube, wir können einfach so hin. Und dann einmal hier über die Kiste rüber. Ja, jetzt übertreib aber. Okay, was geht bei dem ab? So, da war nur ein Typ. Aber da kommen jetzt sicherlich noch ein paar mehr. So, oh, Hallöchen. So, wo labert denn der? Das hat sich ziemlich nah angehört, irgendwie. Oh ja, super nachladen. Na, schauen die. Awesome. Oh, was will denn die? Ja, hallo? Lauft alle in meine Schussmann rein. Ich war sehr schlau. So, komm. Komm raus. Na, gibt's ja nicht. Lebt der immer noch? Ja, Macken. Ich glaube, in dem Spiel werden wir noch viele Macken mitbekommen. So, Alter, ich schieße hier immer auf meine Teamkollegen. Ich glaube, sterben können sie dadurch nicht. Wenn sie haben ja keinen Lebensbalken oder so. Pierce, komm mit mir. You two go through that door. On. Let's see how you can handle yourself, Mr. Celebrity. We'll be on mic. Handle myself? Shit. I can handle you. So, okay. Einmal hier durch. So, haben wir hier noch irgendwo zum Beispiel hier ein explosives Fass? No sign of the target, but we're looking at a stockpile of explosives and chemicals here. I can't tell what kind. It's explosives and chemicals, lady. What else you need to know? So, hallo? Hier ist auch... Ach so, ne. Schon gedacht, ein explosives Fass, aber ist schon ein normales. So, einer ist hochgeoutscht Rand. Oh, Sniper. So, alle, die sind schon da oben. Was geht denn bei denen ab? So, ah, hier kann man also sprinten. Alter, flitzt da richtig rum. So, einmal in Stellung. Okay. Slow Motion. Immer schön Klötenschüsse. So, passt. Und hier auch. Es gibt hoffentlich extra Punkte. Jo, dankeschön. So, meine Waffe hat aus der Hand rausgenommen. Hallo? Warum kann ich die jetzt nicht benutzen? Okay, ein bisschen seltsam. Aber vielleicht muss es so sein. So, oh. Okay. Come here, you hoodlum. Kanove, sagt er.
Wer ist hier der Ganove? So sieht der aus. Oh mein Gott. So, das macht ja nicht so viel aus, das Messer. Oh no. Oh je. So, kann man die noch stoppen? Ja genau, spring drauf. Okay, und los geht's. Oh je, Alter. Was sollen wir da jetzt noch anrichten? Wow! So, jo, reißen wir mal hier ein paar Käppchen raus. Lalala, das brauchst du nicht mehr. Nee. So, wieder hier. Fliegt einfach ein Teil weg. Gibt's ja gar nicht. So, hier nochmal. So, das braucht die Rakete auch nicht mehr. Yo, easy. Ja, nichts leicht, das ist einfach mal so aus dem Himmel rausgeflogen ins Büro rein. Oder wie? Und die Bewunderung Amerikas freigeschaltet. Okay, Präsidentschaft der Vereinigten Staaten freigeschaltet. Drücke alle Knöpfe, um einen globalen terminalen Krieg zu beginnen. Was? Was geht da ab? So, Berater auch. Stabschef Benjamin King freigeschaltet. Benjamin Motherfucking, ja genau. Vizepräsident King freigeschaltet. Jo, hier gibt's, glaube ich, verschiedene Spiele noch. So, wir können einen Charakter auswählen. Who's our president dating? Okay, das heißt, wir haben... Haben wir überhaupt noch sowas wie... den kompletten anpassen, weil in dem alten war es ja so, dass man komplett was machen kann. So, weil den alten kann ich glaube nicht benutzen. So, ich will so eine Lady. Alles klar. Körper, Geschlecht, ja, haben wir ja schon ausgewählt. Ja, ich würde mal sagen, ich mache hier kurz einen Schnitt und dann mache ich kurz die Anpassung, dann geht's gleich weiter. This is just a couple of... Here's the latest approval vote. We lost 20 points. We can get them back. They're at 20 points. I'll admit that's a little lower than anticipated. So you agree you have a problem? No, you do. You're the communications director. Fix this. Can you give me 100% employment? No. Will you get married? Fuck no. Then I'm thinking we're in trouble. King, can you have this naysayer assassinated? Not when you say it publicly. You're more fun as a gang leader. We have a country to run. Fun isn't part of the equation. Where's the septic truck when you need... Perhaps Keith has some good news. So, okay, da sind wir. Kleidung konnte ich leider noch nicht auswählen. Dread, the
these endless question and answer sessions. Oh, ich denke mal, das ändert sich demnächst. We've got enough clout right now for one major bill, not both. What do you want me to push forward? Do you want to be the president who cured cancer or the president who solved world hunger? Krebs wollen wir auslösen, niemand muss hungern. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Weiß nicht, mit Hunger ausrotten tun wir mehr Leute reden. Reden, was laber ich schon? Retten. Probieren wir das mal. Good choice. Oh, super. Lass da beide Blätter fallen. Kinsey has the press pool under control. So, was macht der? You listen here. If you think you can cram your agenda past Congress, you are in for a rude awakening. You hear me? Now, let me tell you a little something about the greatest word in politics. Filibuster. Philly, was? Allow me to retort. Okay. Bonjour, Doris. Are we still on for tennis? Oleg and I are about to head over to Camp David to watch some Nightblade. Yep. You down? Was? Laber schon. Total, wir machen Party. Yeah! Boom! Of course, I'm in, Josh. I'm your number one fan! Oh. Nice work, Oleg. Jo, Oleg, der Riese ist auch wieder dabei. Und der da. Jo. Der dreht mal rum. The president's words were taken out of context. Kinsey, what's the right context for? And I quote, I'm the patron saint of America. We should probably look into changing the Pledge of Allegiance to one nation under me. That's a great question. Jane? I think we have a problem. Oh, not you too. How many times do I have... Asha and Miller are waiting for you in the Oval Office. If MI6 needed something, they would send it up the chain, not fly across an ocean. They said nobody back home believes them. Jesus, what's going on? They think we're about to be attacked by aliens. I gotta go. This is serious. You know that Kinsey's been saying the same thing. When did you start taking Kinsey seriously? When the people who helped us save the world said we should. All right. I'll swing by after I... Zinyak. Pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? Splendid. Release me! Na super! Hallo! Meine eigenen Leute! So, die nehmen meine Freunde mit. Gibt's doch gar nicht. There you are. Thank God you're right. Are you okay? Where is Matthew? Upstairs, trying to find out what's happening. What is happening? All out war, by the looks of it. Oh, Waffen. Sehr schön. I'm meeting up with Matt. I'll be in touch via comm. Keep your head down. Obwohl, die reicht mir eigentlich schon. Come on, this way. So, wo entlang? Hier entlang. Wow. Na super. Oh, da sind ja noch ein paar von den netten neuen Kameraden. So, wieder den ganzen Weg zurück.
Oh Mann. Die nehmen alle mit. Alter, wie viel kommen da jetzt? So, einmal eine Runde nachladen. Oh, jetzt laufen die wieder alle schon wieder in die Schussbahn. So, kurz nachladen. Alter, wie viele auch sind schon. Ist ja eine richtige Invasion. So, komm, nachladen. Nur noch der da hinten. So, wer wird es? Na super. Kommen sie alle aus dem Auszug raus, oder wie? So, die können doch auch mal ins Feuer reinlaufen. Aber leider sind die nicht so dumm.